Ja, ja. Ich habe nämlich mein halbes Leben und mein ganzes Vermögen in diesen Telefonzellen gebracht. Echt? Die Uniform ist ja nicht so der Bringer. Sieht aus, als hätte man dich im Werkzeugkasten gefunden. Dabei stehen sonst auch Kerle in Uniform. Na, du bist ja schlagfertig. Ach, da wir gerade von Schlagfertig. Du hast nicht zufällig Ahnung von Strom, du Stromer. Die Kabel knallen mir nämlich über dem Date zusammen. Nein, nein. Nein, nein. Stelles Wasser, ne? Na? Ist jemand zu Hause? Oder haben sie bei dir ein Kabel falsch verlegt? Du hast am Fang geschaltet, ne? Wie bei meiner Tochter. Die diese Anrufbeantwortermaschinen, man kann nur Nachrichten hinterlassen. Wie heißt du eigentlich, du Funkensprüher? Bill. Ganz schön still, der Bill, wie? Oder Tittchen bin heute in Form. Das ist die Aufregung. Du, denk jetzt nicht, ich bin knickrig oder so, ja, weil ich dir keinen Tee anbiete. Aber ich will das Ding so schnell wie möglich drin haben. Ich will stimmen. Und außerdem warte ich auf einen Anruf, wenn du weißt, was ich meine. Hey, funkt da was? Verzeihung. Hey, was ist denn? Was habe ich denn gesagt? Und die Kabelrolle. Ein roter Kopf wie eine Tomate plötzlich. Dabei ist es eigentlich ein süßer Kopf. Nur das darunter, der Sack. Clark Gable im Sack? Oder sollte ich besser sagen, Clark Kabel? Hey du, er spricht auch nicht. Ihr könntet mal zusammen ausgehen und euch eine stille Nacht Heilige Nacht machen. Ich bin jetzt fertig. Ah, mein Jungfernrädchen, meine Leitung, mein Plastikschatz, mein Quasselapparat, mein Telefonchen. Los, ruf mal an, Süßer. Ja. Wie ist denn die Nummer? Nee, nee, warte, ich weiß schon. Kriegsanfang 39, Weltmeisterschaft 66 und mein Alter 28. Das ist kein Witz. 30, 66, 28. Ja, Musik in meiner Muschel. Wenn Sie jetzt vielleicht noch bitte, hier unten müssen Sie noch unterschreiben. Ja. Mary Hoff. Hoff. Brisante Mischung aus Hot und Puff. Bescheuert, was? Den Namen hat mir mein Mann angehängt. Ähnlich spritziges Kerlchen wie du. Ah ja, Gott hab ihn selig, den ollen Langweiler. Also, tschüssi dann, bis die Tage. Klar, Kabel im Frack. Und nun Klingel. Hallo, Amelia, alte Schlampe, hab ich dich geweckt? Haha, nun tu da nicht so. Ich wette, du hast die ganze Nacht nicht gepennt, da könnte ich Gift drauf nehmen. Ich telefoniere nur, damit du weißt, dass ich jetzt einen stehen habe. Ein Telefon, du Sexfax. 39, 66 und mein Alter 28. Ja, kannst du dir zwischen die Titten tätowieren. Du, ich muss jetzt auflegen. Ich erwarte nämlich einen Anruf. Ruf zurück, wenn du Lust auf die nächste spannende Folge hast. Ciao, ciao, Marmenia. Beide breit und abgetreten. Hey, Süße, mach uns mal einen Tee. Komm, kümmere dich mal um deine Mutter, ja? Gib mal die Zeitung rüber. Hau uns doch mal was zu essen zusammen. Knall mal die Teller voll. Mach schon. Wir haben nichts da. Was hast du da? Ein Bierdeckel? Ein Knäckebrot. Mein Gott. Schon wieder auf Vegetarier-Trip. Wann fängst du endlich zu leben, Mann? So wie du? Sprich lauter, ich verstehe dich nicht. Steht auch noch Müll drin. Nur Lug und Trug und Unfug. Ich gehe runter ins Kaff-Kaff. Erst Klingelföhnchen. Mach mal an, mach uns doch endlich mal einen Tee. Komm rein, Sadie. Hallo.
Hallo. Hallo, Seri, alter Wackelarsch. Komm, quetsch dich nieder. Okay. Willst du ein Tässchen? Okay. Ja, dann mach uns einen, wo du gerade stehst. Okay. Wo bin ich denn hier? Bouquet-Chor oder was? Aber nimm nicht zu viel Zucker. Gestern hast du die halbe scheiß Tüte verbraucht. Okay. Weißt du schon das Neueste? Was? Sie hat ihn betrogen und er hat es nicht gewusst. Was? Ja, steht hier, schwarz auf weiß. Sandy! Wie findest du mein neues Quatschefon? Okay. Okay, Mann, das ist ein Knaller! Aber warte erst, bis es zwitschert. Ich warte auf einen Anruf. Ein Mann? Ein Mann. Ein herrlicher Mistkerl von Mann. Stella! Oh, meine Tochter hat echt eine Macke. Dieser verdammte Plattenspieler raubt mir den ganzen Strom. Dauernd springt die Sicherung raus. Manchmal geht die mir echt auf die Eier. Dabei bin ich doch alles, was sie hat. Sie ist alles, was ich habe, außer mein Arsch und mein Fitten. Was ist denn mit dem Tee? Stell ab! Dauernd spielt sie diese Platten von ihrem Dad. Nur die! Immer wieder! Und sonst keine andere! Manchmal geht mir echt auf die Eier. Was kann man denn da machen? Zucker! Ein Mann macht auch, was? Manchmal gibt man's auch. Ja. Ein Mann, sagst du? Ja, ein Mann! Ach, was für ein Abend! Was für ein herrlicher Abend! Los, komm mal her und knall mir ein paar! Komm, hol mich auf den Teppich zurück mit der Doppelmausstelle! Los, knall mir ein paar! Das, was spinnst du? Entschuldigung. Aha, du lachst so ein Ding und du kommst in die Klapse! Okay. Ach, Sebi, was für eine Nacht! Was für eine herrliche Nacht! Was für eine überkandidelte Weltmeisterschaftsnacht! Und du erlebst nicht mit wem, Sandy? Mit Ray Say! Ray Say? Ray Say! Sugar Ray! Ray der Typhoon-Say! Ray der Agent-Say von Stars und Sternchen! Der König des Kabaretts, der Magier der Magie! Man trifft ihn dauernd in allen möglichen Clubs und er hat diesen Elvis-Touch! Du kennst ihn! Jeder kennt ihn! Und er kennt jeden. Er ist einer von diesen unwiderstehlichen Weiberhelden. Und gestern habe ich ihn wieder getroffen. Kein Blatt Papier hätte mehr zwischen uns gepasst. Ich war wie seine zweite Hälfte. Die Musik war in unseren Köpfen und in seinen tastenden Händen. Und er kennt eine Menge Leute. Und während er den ganzen Laden mit Witzen unterhielt, hatte er seine Hände an meinem Arsch. Mein Arsch, mein herrlicher alter Arsch und Ray Says goldene Wänden. Weißt du, wie ich mich gefühlt habe? Wie eine Königin. Die Königin der Nacht. Königin der Nacht. Dann hat er mit mir eine Spritztour gemacht in seinem dicken Schlitten. Ich sage dir, die Kiste fuhr mindestens 1 Million Stundenkilometer. Herz im Hals, meine Hände unter meinem Rock und ich schon im Geist an seiner Nudeln. Dann sind wir zum Hafen runter. So eine kleine Rückbanknummer, wie so ein räudiger Dobermann. Aber der versteht was davon. Rein, raus, immer tief zustoßen, rein, raus. Und zur Melodung immer die fette Brieftasche an den Titten. Brieftasche an den Titten. Ja, du sagst es. Los, gib mal Feuer. Der hat eine Künstleragentur aufgemacht. Mit dem Messerwerferträger Smith, Elaine, den 4 Trumpets und Flemmy, dem Kinderwagenpudel. Naja, so ein paar Strumpets. Was ist denn mit dem Tee? Du, aber der macht was draus. Der macht aus allem was. I say. Ein herrlicher Mistkerl von Mann. Deswegen habe ich mir das Ding da anschließen lassen. Du, ich muss auf Abruf sein. Es muss leicht für ihn sein, mich zu erreichen. Hinter dem sind eine Menge junger Schlampen, mehr ein Viertel so alt wie ich. Also meine Ausstrahlung und mein Auftreten haben die natürlich nicht. Aber ich kann kein Risiko eingehen. Auf den Schrott mit den Klamotten! Ich brauche jetzt unbedingt was im Bauch, sonst bin ich nicht ich selbst, wenn er anruft. Sandy, gib mir einen Mantel. Ich gehe runter ins Kaff-Kaff. Muss aber fix gehen. Hallo, Kaff-Kaff, habt ihr offen? Ja, bin gleich unten. Crackerbärl auf Toast und Tee scheiß heiß. Sandy? Ja, zweimal. Okay, danke. Süße, ich gehe runter ins Kaff-Kaff. Ich bin in 5 Minuten wieder da. Wenn jemand anruft, sag ihm das, ja? Ist wichtiger als dein Leben. Okay? Angekommen! Ja. Besteht da? Sandy,
aber der gehört der Firma und wenn ich den nicht wiederbringe, ich verdammt Ärger kriegen unter Umständen, wissen Sie? Ihr Telefon klingelt. Soll ich rangehen? Ja, hallo? Mary! Mary! Ist ein Kafka! Ist ein Kafka! Ist gleich wieder da! Ist gleich wieder da! Jawohl! Ja! Gut, wiederhören! Wiederhören! Ein gewisser Ray! Er ruft später sicher nochmal an, es ist sehr, sehr wichtig! Danke! Ich telefoniere ja gar nicht gern, obwohl ich für die arbeite. Wenn der Kugelschreiber jetzt... Bis später. Bis dann. Devon Witz, Mary. Oh, ey. Ich bin einfach total verknallt in dich. Ja. Hey! Hey, bleib hier! Renn doch nicht einfach so weg, bleib hier! Lass ihn doch, ist okay. Nein, das ist eben nicht okay! Ich weiß mir die Ritze aus und die sagt nicht mal piep. Schlunze! Ach, was soll's? Ich geb's auf. Das ist also hier meine scheiß Wohnung und ich bin ich. Keine feine Dame. Und wenn dir das nicht passt, dann verpiss dich. Mary, ich hab doch gar nichts gesagt. Mary! Ich hab nichts wegen nichts gesagt, Mary. Es ist alles. Ist alles in Ordnung. The winds grow colder, suddenly you're older. Ja, kein Schwanz konzentrieren! Denk doch einmal an die scheiß Nachbarn! Was? Wir machen unsere eigene Musik! Ey, erschreck mich. Ey, ich bin Ray Sale. Na, du weißt schon. Ey. Vorsicht. Vorsicht, Vorsicht.
muss das ganze Haus abfackeln. Dann sind wir alle aus dem Häuschen. Genau wie gestern Abend, als du gesungen hast. Das war verdammt gut, das. Was kannst du mir sonst noch? Hey, das interessiert mich. Bin auch vom Fach, genau wie du. Rafe Saves persönliches Management. Deine Mutter hat dir doch sicher erzählt, oder? Naja, es macht nichts. Was ist ein Jammer mit dem Keks? Komm, ich zaubere dir mal eins von Rafe Saves berühmten Frühstücken. Und das du thé à la Ré. Mach ich mal für meine Künstler, wenn die auf Tournee sind. Das wäre wie dummes Wissen. Es ist nicht alles Gold. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Aber ich sag's dir nochmal. Entschuldige bitte. Das war verdammt gut, was du da gestern Abend gemacht hast. Soll ich dich mal was fragen, Abby? Wie zum Teufel machst du das? Nein, lass. Lass gut sein. Du weißt es gar nicht. Wahre Künstler wissen es nicht. Glaub mir, ich verstehe was von Künstlern. Kennst du White Trigger Smith und seine gnädige Lynn? Bin der Einzige im Showbiz, der mit ihnen auskommt. 1979 dann Lenzschuppen. Alle waren der Meinung, er hätte den ersten Preis gewonnen. Das hätte er auch, wenn er den verdammten Maskenbildner nicht kurz vor dem Auftritt noch sein ganzes Messerset in den Rücken gesteckt hätte. Guter alter Trick. Er ist viel besser drauf jetzt. Dank Ray Says persönlichen Management. Oh, Wilma. Mach dir mal einen Vorschlag, Abby. Wir beide, du und ich, wir setzen unsere Unterhaltung unten im Kafka fort. Nein, geht alles auf meine Rechnung. Schau mal, Abby. Hab mich extra schick gemacht für dich. Na gut, wieder meins. Aber... Ja? Im Showbusiness. Schieß los, Süße. Haben Sie dann mal Shirley getroffen? Shirley. Shirley Bessie. Shirley Bessie. Shirley Bessie. Gute alte Shirley. Nein, ich glaube, wir sind uns nie wirklich begegnet. Ich kenne Monkhaus. Des O'Connor. Charlie Williams. Freddy Papageiengesicht Davis Junior. Ich glaube, der größte Star, den ich je kennengelernt habe, das war Kit. Arthur Kitt? Arthur Kitt. Nein. Ja. Und wie ist sie so? Die ist in Ordnung. Ich habe eine Platte von ihr. Kannst du die auch? Na komm, versuch mal. Je cherche un millionnaire avec des grands cadillac car et mi cause des bijoux. Wer weiß denn davon? Was sagt denn deine Mom dazu? Nicht. Abby, hör mal gut zu. Ich weiß, dass du ein ganz stilles Vögelchen bist. Hat mir deine Mom erzählt. Aber wir beide, du und ich, wir könnten ein Riesenfeuerwerk abbrennen. Du bist meine Entdeckung. Ich hab dich gefunden. Ich. Vergiss das nie. Komm mal, ich gebe dir mal eine von meinen Visitenkarten. Ah ja. Ist aus Gold. Ja komm, kriegt nicht jeder.
Ja, hallo, Racer hier. Ich muss dringend Mr. Bush sprechen. Nein, ich kann nicht warten. Nein, es hat keine Zeit. Halten Sie ihn auf, ich bin gleich drüben. Hey. Du, ich habe keine Zeit. Ich muss leider los. Es geht ja nicht nur um meine, es geht ja auch um deine Zukunft. Mein Gott. Sowas suche ich seit Jahren. Und jetzt finde ich es hier unter diesem Dach, direkt vor meiner Nase. Die Chance, Mary. Die Chance lasse ich mir nicht entgehen. Die nicht. Sowas findet man nur einmal im Leben. Sandy! Hast du gehört, was er gesagt hat? Ray? Hast du gehört, was Ray geredet hat? Einmal im Leben. Der will mich! Oh, er hat es fast auf seiner Hippe entzogen. Er will mich, der Mistkerl! Los, legt ihn auf! Endlich gerettet in Sicherheit! Ich bin im siebten Pimmel! Hier draußen. Ich müsste eigentlich drei Straßen weiter an einem Telegrafenmast arbeiten, aber ich bin hierher gekommen und jetzt weiß ich nicht, was ich sagen soll. Ich heiße Billy. Ellie. Elvie? Ist das eine Abkürzung? Für Little Voice. Ah, weil ihre Stimme so sanft ist. Ist ein hübsches Lied. Sarah Vaughan, Fly Me to the Moon. Ah ja, klar. Ich hoffe, es stört Sie nicht, sich so weit oben hier mit mir zu unterhalten. Nein, Sie? Nein, nein. Hier drin. Sadie, wo ist mein anderer Schuh? Hallo, Mary. Hallo, Billy. Oh, ich habe dich nie so geballt zurückerwartet. Du kennst Mr. Lou vom Club? Nennen Sie mich Lou. Freut mich sehr, Mr. Lou. Mary, Lou ist dein Vorname. Ach, oh, Verzeihung. Bitte nehmen Sie noch Platz, Mr. Lou Boo. Danke. Hallo. Hallo. Das ist die Mutter von Little Voice. Oh, fein, Tanja. Little Voice? Ja, Mary, wie ich schon sagte, sowas findet man nur einmal im Leben. Deshalb habe ich Mr. Buschel hergebracht, damit er sie sich mal anhört. Ellie? Ja, komm, holen Sie uns mal runter. Mr. Buschel hat wenig Zeit, richtig? Richtig. Du weißt, wo sie rumhängt, hol sie selber. Gibt's ein Problem? Nein, Mr. Buschel, kein Problem. Geht gleich los. Fein. Hallo. Oh, hallo. Ellie! Ellie, Schatz! Racer ist hier. Kannst du mal kurz runterkommen? Ich habe da jemanden mitgebracht, der sich mal anhören will, was du so kannst. Jemand ganz Wichtiges, Elvi, Schatz. Geht gleich los, Mr. Bu. Augenblick. Mary, hol sie bitte runter. Du hast einen Knall. Elvi singt nicht vor Publikum. Ich will, dass Mr. Bu hört, wie sie singt. Auf Befehl, mach dir den Mund nicht auf. Alles im Buttersack? Alles klar, Mr. Buch. Vergessen Sie nicht, mein Junge, ich habe nicht den ganzen Tag. Jetzt hör mal kurz zu. Mein Ruf steht auf dem Spiel. Beweg dein Gestell jetzt darauf und hol sie runter! Nur einmal im Leben hast du gesagt. Ich hab gedacht, du hast mich gemeint. Das hab ich doch. Na klar hab ich dich gemeint. Hey, ich hab gemeint, ich hab euch beide gleichzeitig entdeckt. Hey, das hab ich gemeint. Was ist denn los mit dir?
Dann hol sie mal runter. Ich sage dir, mit der setzt du aufs falsche Pferd. Barry? Hm? Sadie, unterhalte dich mit Mr. Lubu. Okay. Hallo. Hi. Los, komm runter, Ray will dich kurz sehen. Ja, was ist? Kommst du? Wozu? Wozu? Du weißt genau wozu. Du hast ihm Scheiß gemacht, du kannst was oder was. Und jetzt sollst du runterkommen und irgendeinem Schaumenschen was vorflöten. Selbstsüchtig bist du. Nur flüstern und winseln, genau wie dein Vater. Ein Haufen dreckiger Platten- und schrottreifer Plattenspieler. Zu mehr hat sein Vater nicht gebracht. Ein Haufen euer Plunder, den keiner will. Ach, ist ja nicht sie anzufassen. Leck mich doch, du Missgeburt. Sie kommt nicht. Was? Ich habe dir gesagt, sie singt nicht. Was ist los? Kein Problem, Mr. Bo, sie ist Langschläferin, dauert noch ein bisschen. Ich hol sie mal um. Tut mir leid, du bist ein viel beschäftigter Mann. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Sadie May. Tja, weiter so. Mr. Boo! Tut mir leid, ich muss mir noch ein paar Nummern ansehen. Künstler, die sich nicht so dämlich anstellen. Warten Sie, Mr. Boo! Warten Sie, Mr. Boo! Warten Sie einen Augenblick, ich kann Sie überreden. Wir holen Sie runter. Mr. Boo, was ich Ihnen gesagt habe, alles, was ich Ihnen gesagt habe, das stimmt. Was soll das, Ray? Eine Sängerin, die nicht singen will. Vielleicht hat sie eine Chance, als Pantomime groß rauszukommen. Mr. Boo, ich hol Sie doch nicht her, wegen nichts! Mr. Boo! Mr. Boo, ich bring das in Ordnung, Sie kennen mich! Sie singt! Im Leben ist sie das. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Jetzt geht das wieder los. Ihr habt auch einen Churigalin versteckt. Ja klar, die kommen täglich vorbei. Sie und Charlie Bessie trinken Tee und trällern Liedchen. Das ist ja bemerkenswert. Sie haben wirklich eine bemerkenswerte Tochter, Mrs. Hoff. Vielen Dank. Also Ray, die müssen wir unbedingt haben, wenn Sie das arrangieren können. Kostet aber was, Mr. Buch. Oh, versteht sich. Gut, gehen wir, besprechen wir das Finanzielle. Das kann eine klasse Nummer werden. Und was ist mit mir? Wo bleib ich? Bin ich jetzt hier die ausrangierte Zweitbesetzung? Mr. Buch, gehen Sie schon mal vor, bestellen Sie sich einen Scotch, bin gleich bei Ihnen. Mary. Du sitzt da auf einer Goldmine da oben in dieser Kammer. All die Träume, die du je geträumt hast, sie kann sie wahr werden lassen. Sie ist unsere Chance. Wir beide, du und ich, wir haben doch schließlich genug Scheiße geschaufelt. Jetzt können wir endlich mal ganz groß rauskommen. Du meinst wirklich wir? Altes Mädchen, ohne dich gehe ich doch nirgendwo hin. Na los, komm. Zeig mir, wo ich meine drei Kreuze machen soll. Ray muss auf dich aufpassen. Der kennt sich ja aus im Showbusiness. Also Mädchen, das kann sein, dass du am Anfang vielleicht ein bisschen schüchtern bist. Das ist völlig normal. Du brauchst nur den Mund aufzumachen und zu singen. Also ich hatte mal ein Mädchen. Also singen warst du ja sowieso. Die konnte auf der Bühne keinen einzigen Piep raus. Mach dir nicht ins Hemd. Jetzt ist sie doch mein bestes Pferd im Stall. Die Stripperin? Das ist ja fast dasselbe. Das ist überhaupt nicht dasselbe. Da kommt es ein ähnlicher Fall, die Chantal. Was? Don't know why, but I'm feeling so sad.
laut. Hey, warum hörst du auf? Oh Mann, Ray, hör doch mal mit dem Gekritzel auf. Ich habe gerade das schlimmste Debakel und Fiasko in Merls Vergangenheit erlebt und du hockst da und kratzt rum wie eine Ratte. Mary, ich arbeite am Programm. Arbeite am Programm. Du hast ja doch nicht alle. Was für ein Programm denn? Gott, ist das peinlich. Ich blöde Kuh muss da sitzen und zugucken, wie sie bimmert im Dunkeln wie Wespenlaub. Haben wir überhaupt nichts mehr zu saufen? Auch mal jemand aufräumen. Was hat die abgesondert? Was sollte denn das? Hätte sich am wenigsten ein bisschen anstrengen können und irgendwas von den Spice Girls imitieren. Kennt wenigstens jeder. Sie wissen ja wenigstens, wo ihre Grenzen sind, was sie machen können. Ja, gar nichts. Das Mädchen ist Gold wert, Mary. Weiß nur nicht, wie ich es aus ihr raushole. Ich muss mir da was ausdenken. Hast du dir vorher überlegen sollen. Und du wolltest ja nicht auf mich hören. Habe ich nicht zu dir und zu diesem Lubu gesagt, mit der setzt ihr aufs falsche Pferd? Mit der Schlunze! Nochmal macht sie das nicht, nie wieder. Vergiss nicht, dass das meine mackige Mimose von Tochter ist, mit der du es zu tun hast. Das hat die nur gemacht, um ihrer Mutter ins Auge zu wischen. Ich kenne die doch. Mein Gott, dieser Auftritt. Ich hätte mich am liebsten verkrochen. Die Röte ist mir bis zur Scham gestiegen. Mann, Ray, das war wirklich beschissen. Sie hat nicht gerade das, was man Bühnenpräsenz nennt, Mary, das gebe ich ja zu. Aber wenn der Künstler nicht zur Show geht, dann muss die Show zum Künstler gehen. Was ihr fehlt, ist eine Band, die ihr das nötige Selbstvertrauen gibt. Wir müssen das ganz groß aufziehen. Egal, was es kostet. Leuchtung, schicker Fummel, Glitter. All das. Ich liebe es, wenn du den Mund so voll nimmst. Mann, du wüsstest, wie lange ich auf sowas gehört. Mein Name nicht so laut, sonst denke ich noch, sie mögen mich nicht. Güte, Emily, ich hätte nie gedacht, dass hier so viel allein geht. Solch ein Massenauflauf hat England nicht erlebt seit der Krönung der Queen. Und wenn ich es richtig sehe, sind es die gleichen Leute wie damals. Spaß beiseite. Na, wie geht's euch da unten? Alles frisch? Ja. Wunderbar. Ladies and Gentlemen, verzeihen Sie, wenn ich einen Augenblick ernst bin. Was soll das heißen? Ich war noch nie komisch. Heute Abend erleben Sie in einer Wiederholung Little Voice. Nun, ich denke, Sie sind mit mir der Meinung, das letzte Mal war die Voice zwar da, aber der Rest war Little. Nun, Sie wissen, dass in diesem Club Wert gelegt wird auf höchste Maßstäbe und darauf bin ich stolz. Und die meisten Nummern fallen bei uns durch wie die Fliegen, aber wenn Sie gestatten, möchte ich ein Wort einlegen für dieses Mädchen. Ich bitte Sie also, wenn Sie so gut sein wollen, um etwas Ruhe und ein wenig Aufmerksamkeit für das Mädchen, in dessen Kehle die Großen dieser Welt, die Großen des Showbusiness Schlange stehen, für die scheue kleine Little Voice. Ladies and Gentlemen, freuen Sie sich mit mir auf Little Voice Hoff aus unserem Kiez. Goldfinger, he's the man, the man with my style.
show you a good time. I can show you a good time. The minute you walked in the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender. Good looking, so refined. See, would you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every man I see. Hey, big spender! Hey, big spender! Tiffany's, oh!
Ist er, wer gerade angerufen hat? Was Wichtiges? Mr. Bunny Morris. Wow, wer ist Bunny Morris? Der Agent Bunny Morris. Mr. TV Bunny Morris. Mr. Stammacher Bunny Morris. Niemals. Einer der Referenz-Scouts war in unserer Show, Mr. Bo. Bunny Morris? Ist das was Schlimmes? Mary! Egal welchen großen Namen du heute nennst, er hat sie alle auf die Beine gestellt. Er bringt sie in den Clubs unter, er bringt sie in den Fernsehshows unter. Wen Mr. Bunny Morris unter seine Fittiche nimmt, Mary, der hat es geschafft. Und niemand sagt Nein zu Mr. Bunny Morris. Und er kommt morgen Abend hierher, um sich unser Vögelchen anzuschauen. Nein. Oh, ehrlich, er kommt. Und das noch was. Nur einmal haben wir gesagt. 19 Uhr hole ich Mr. Bunny Morris höchstpersönlich vom Bahnhof ab. Soll das heißen, wir haben morgen noch eine Show und all das? Das heißt es, Mary! Ja! Yeah! Hey, Ray, einen Moment mal. Ich habe morgen Abend die Fanboys und die Starkicker. Absagen, Mr. Boo, absagen. Ja, ja, das gleich gesagt. Heute gehört uns die Bruchbude, morgen gehört uns die ganze große weite Welt. Das ist die Straße zum Erfolg. Nur einmal. Scarborough. London. Las Vegas. Ja! Oh, nee. Oh mein Gott. Unser Vögelchen hat wohl schon die letzten Piep getan. Ach, das legt sich wieder, die ist aufgeregt, Scheinwerfer und so, das geht vorbei. Ich kümmere mich darum, Ray. Ja, 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 ja. Pass auf, Sadie. Vorsicht! Warte, ich mach Platz. Pass auf! Vorsichtig! Bedränge sie nicht so sehr, Ray. Aber darauf kommt's doch an, Mr. Boo. Genau das braucht sie. Ich habe schon viele Künstler kaputt gehen sehen. Ach, jetzt komm mir doch nicht mit deiner Impresario-Nummer, Boo. Vergiss nicht, wo du mal angefangen hast, Ray, in meiner Bruchbude. Ganz genau. Deine scheiß Bruchbude. Du führst einen abgefuckten Club, in den keiner mehr gehen will. Du erzählst müde Witze, über die kein Schwein, der auch nur ein bisschen was in der Birne hat, müde lächelt. Du bist ein Versager, Boo. Jetzt ist Ray am Drücker. Die Zähne sind absolut in Ordnung, aber das Zahnfleisch geht zurück. Ja, ich sehe schon, euch geht's wie mir. Ich habe auch zuletzt beim Untergang der Titanic gelacht. Ruhe, 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 bitte, bitte, Ladies and Gentlemen. Unser Vögelchen hat sich ein bisschen verspätet. Sie muss jeden Augenblick hier sein. Oh, 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 Mr. Morris, bitte nehmen Sie doch wieder Platz. Für Stand Innovation ist es noch ein bisschen zu früh. Ja, ja, hier werden wir also. Oh, wen hatten wir denn heute Abend? Alles hier auf den Brettern, die kein Geld bedeuten. Wir hatten Wildtracker Smith und die gnädige Elaine. Zwei Dutzend Steakmesser hat auf sie abgefeuert. Dacke, 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 dack. Und sie nicht ein einziges Mal getroffen. Okay, jeder hat mal einen schlechten Tag. Ja, und wir hatten Flaggy, den Kinderwagenpudel und die Fanboys und die Arschficker. Starkicker? Und wen hatten wir denn noch? Oh ja, natürlich Anthony an der Orgel, ladies and gentlemen! Anthony, wunderbar! Und an den Drums, ladies and gentlemen, Manolito! Los auf den Ring, Manolito! Das war Mr. Boo, von dem die altehrwürdige Times einmal schrieb. Er wäre recht amüsant. Aber unser Lokalplätzchen hier in Scarborough brachte es auf den Punkt und nannte ihn den Lachsack höchstpersönlich bei der Gelegenheit. Kommt ein Skelett, nein, kein Skelett, ein Ehepaar, kommt zum Arzt wegen sexueller Probleme, sagt er, darf ich Sie fragen, wie Sie es im Bett halten? Sagt der Mann, wie die Hunde. Oh, sagt der Arzt, vielleicht versuchen Sie es mal mit einer Missionarsstellung. Wie, sagt die Frau, und kein Fernsehen mehr? Okay. Bevor wir nun zum großen Finale des heutigen Abends kommen und noch einmal Little Voice erleben werden, machen wir noch eine letzte Pause mit etwas Musik aus der Konserve. Was haben wir denn auf dem Plattenteller? Oh, das ist Mr. Roy D. Harper Orbison, ladies and gentlemen. Ja. Ray, wo ist die kleine Professor? Ray. Ladies and gentlemen, ich habe einen Traum. Ladies and gentlemen, ich bin golden day before they end. Die goldenen Tage, die whispers sing.
Sie war doch meine Entdeckung. Ich hatte sie gefunden. Sie war meine ganz große Entdeckung. Vögelchen kommt nicht. Vögelchen kommt nicht. Ich hatte einen Traum. Ein Traum vom Glück. Das Vögelchen war Gold wert. Ich hatte doch nie was, für das es sich gelohnt hätte. Ich hab doch immer nur Scheiße geschaufelt. Abgehalfterte Nummern, abgefuckte Stripperinnen. Die Chance, die wollte ich mir nicht entgehen lassen. Hey Bunny, mein Freund Bunny Morris, wo steckst du? Bunny, es ist scheißegal, wo du steckst, alle deine verdammten Drinks, die gehen auf meine scheiß goldene Visitenkarte, Bunny. Ladies and Gentlemen, das war der anbetungswürdige Mr. Racey mit einem kleinen Lied über das aufregende Leben im Showbusiness. Da geht's euch doch, alles frisch? Die Sprache verschlagen. Sei still! Halt dein Maul! Sei endlich ruhig, Marion! Alles zerstört. Du hast, so wie du meinen Dad zerstört hast, es konnte nicht schnell genug gehen mit deinem Gekreisch und deinen Männern und deinen Nächten des Nichtkümmerns. Keine Wäsche, keine Bluse, kein bisschen, keine Freunde, kein Essen, nichts, was zu essen. Immer allein rüber weggeleiten, kneipen, mit deinem Gebräu, du hast alles zerstört und meine Stimmen zerstört. Du hast mir weh getan. Effie. Ich heiße Laura. Effie. Ich wollte dich gerade abholen. Alles in Ordnung? Sicher? Ja. Willst du jetzt die Lightshow sehen? Bestimmt? Ja. Gut. Ja. Ja, das ist also unser Vereinsheim. Ist gerade frisch renoviert, sieht aber genauso aus wie vorher. Mit Licht wird's aber schöner. Pass auf. Also, ich zeig dir zuerst mal die Scanner. Weißt du, mit denen kann man die unterschiedlichsten Effekte erzeugen. Du kannst zum Beispiel... Gott, ich zeige mir Sinn, aber ich find's genial. Weißt du, es kommt drauf an, dass alles harmonisch wird. Es muss zusammengehen, man hat so viele Möglichkeiten, aber das Entscheidende ist, es muss ein Ganzes werden, es muss sich finden. Und ja, guck's dir einfach an.